Willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr seht, Safi Jiva. Ich melde mich mal nach langer Zeit wieder. Euer endgültiges Ziel ist der Tod der Bestie. Verliert sie nicht aus den Augen. Sei vorsichtig! So, ich werde das mal hier so ein bisschen zurechtschneiden. Da ich will jetzt nicht den kompletten Kampf zeigen, das wäre dann ein bisschen zu lang für das Video. Geht zur Flugstation. Aber, ne, so ein bisschen quatschen, was ist jetzt in letzter Zeit passiert? Und so weiter und so fort. Warum gab es so lange keine Livestreams mehr? Warum so gab es so lange keine Videos mehr? Los geht's. Ganz einfach, war krank. Und zwar ordentlich. Am Anfang hatte ich mit dem Mittelohr was. Da hatte ich eine Einblutung, warum auch immer. Die kam auf einmal. Und ja, war nicht so schön. Dann kam Vitamin D-Mangel plus Magnesium-Mangel. Und das hat mich natürlich ganz schön runtergezogen. Besonders witzig, da jetzt ja auch der C-Virus überall ist. Und da bin ich ganz froh, dass mein Immunsystem jetzt wieder voll auf dem Damm ist. Ich habe immer noch leichte Schwindelanfälle. Die kommen und gehen, so wie sie lustig sind. Ich denke mal, das hat was mit dem Innenohr zu tun. Von daher verzichte ich zurzeit noch auf Livestreams. Aber ich denke mal, ein Video zu meinem Lieblingsspiel sollte drin sein. Und der hat ja auch ordentlich Power, ne? Also ich mag den Kampf mit Safi. Ich persönlich freue mich aber auch, jetzt wurde ja auch angeteased, Master Rank Kulve. Dann kann man endlich die Waffen von Kulve aufs MR hieven. Jetzt ist die Frage, die haben ja alle kritisches Element. Haben die danach wahres kritisches Element drauf oder bleibt es immer noch kritisches Element? Weil dann wären, also wenn sie wahres kritisches Element drauf haben, allein die Bögen wären dann auf jeden Fall besser als die Safi-Waffen. Ja, da hängt ja das Bein so ein bisschen in der Luft. Zurzeit spiele ich noch sehr häufig. Oha, nice. Alle mit Aquashot. Das Bild versuche ich ja auch noch nachzubauen, damit das Farmen etwas schneller geht. Aber mir fehlen dafür noch die Safi-Rüstung. Dafür habe ich noch nicht alles. Der Safi-Jiva ist auf dem Weg nach ganz unten. Das ist es. Das letzte Kräftemessen. Ja! Folgt ihm mit Hilfe der Flugdrachen! Beeilung! Wir haben das Ende erreicht. Jetzt kann das Ding nirgendwo mehr hinfliegen. Wir müssen ihn ermitteln, ihn seine Energie berauben. Ihr könnt diese verwitterten Felsen für etwas nutzen. Denkt nach! Ja.
Also an sich muss ich sagen, der Kampf macht echt Spaß. Außerdem ist das Monster sehr cool. Also ich mag es. Es ist zwar so ein Standarddrache, aber der hat irgendwie was. Ich weiß nicht warum. Von daher, aber die Leute, die hauen ja Schaden bei dem Viech raus, ey. Soll das ein Speedrun werden oder was ist los? Als Bogenspieler müsste auf die Flügel gehen. Aber da kenne ich die Hitbox noch nicht so ganz. Weil ich ein bisschen Energie brauche. Das war ja schon fast ein Speedrun. Erstaunlich. Das erwarte ich von meinen Jägern in der neuen Welt. Ja, da würde ich doch mal sagen, also das werde ich dann auch auf jeden Fall ein bisschen cutten, beziehungsweise das wird ein kurzes Video gewesen sein. Das, okay. Also wenn 4 Leute Aquashot benutzen, dann ist Savage war so schnell down. Ich habe jetzt nur den Bogen. Ich habe zwar die Waffe. Aber das war's dann auch. Ja, das war doch schneller als gedacht, würde ich mal so sagen. Von daher. Wie gesagt, ich versuche in nächster Zeit ein paar mehr Videos zu machen. Gesundheitstechnisch geht es ja jetzt gerade auch bei mir bergauf. Ich bleibe aber trotzdem die meiste Zeit zu Hause. Ich gehe wirklich nur raus zum Einkaufen, einfach weil mein Immunsystem halt noch angeschlagen war. Ich habe jetzt sogar fast 1,5 Monate fast nicht gezockt. Also weder Monster Hunter noch irgendwelche anderen Spiele. Jetzt gerade fange ich jetzt wieder an zu zocken. Monster Hunter, ich spiele auch ein bisschen Warzone, auch wenn ich das nicht kann. Man kriegt sogar. Ah, okay. Okay, cool. Und ja, ich fange jetzt wieder gerade an zu zocken.
Von daher, bitte nehmt es mir nicht übel, besonders die Leute, die auch gerne meinen Livestream angucken. Es wird bald wieder welche geben. Ich werde jetzt erstmal das Video schneiden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche allen noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Ich bin raus. Euer Slugs Vapor. Ciao.